Pass auf, guck mal, an dem einen Ende mache ich eine Großzügige Schlaufe. Ja, einfach nur zack, so eine durchgezogene Schlaufe. Okay? Nichts Besonderes. Dann schlage ich das an, gehe einmal durch die Schlaufe durch. Und dann bleibe ich auf der Höhe, wo ich hin will. Ich mache es mal hier, der Showings wegen. Angenommen, ich will jetzt hier meinen Tab spannen. Dann suche ich mir die Höhe, wo ich bin, damit ich auf der anderen Seite auf derselben Höhe ankomme. Ja, wenn wir einen geraden Untergrund haben, macht das Sinn. Jetzt gerade nicht. So, und jetzt stehst du genau falsch, Kameramann. Jetzt habe ich gesagt, spannen, Seil spannen. Ich gehe immer hier rein, ziehe mir hier eine Schlaufe, gehe hier durch und hole mir hier die Schlaufe. Dann gehe ich hier durch und dann habe ich hier eine Spannschlaufe und jetzt fange ich an, das Seil zu spannen. Und jetzt muss ich irgendwie den Knoten fixieren. Gehe hier rum und mache eine Viererschlaufe und ziehe die gegen. In diesem Moment ist das mein Stopper und das Ding, wie gesagt, ist meine Ridgeline. Einfach und simpel. Ruck, zock. Das habe ich gestern dunkel gemacht. Nehme mir jedes Licht, das geht nur nach Gefühl. Schaffe ich tief mitten in der Nacht. Du weißt, wir waren hier, wurde es auch dunkel. Erinnerst du dich? Mit Marcel. Da habe ich doch so gedrängelt. Und da habe ich doch auch, das letzte habe ich im Dunkeln aufgebaut. Ich hatte keine Kopflampe. Und trotzdem hing das Tarp über der Hängematte. Das ist die Art, wie ich es gemacht habe. Vorteil ist, du ziehst in dieser Schlaufe und kannst das hier wieder durchholen. Und so kannst du auch mitten in der Nacht deinen Tarp wieder abbauen, weil diese Schlaufe kannst du aufziehen. Und dein Seil bleibt immer in einer kompletten Länge erhalten. Du brauchst nicht rumknoten. Was andere machen hier mit Wickeln und darum und was weiß ich, vergiss es. Alles unwichtig. Braucht man nicht so kompliziert machen. Einfach nur den Trucker-Hitch reingreifen, rumdrehen, Schlaufe nehmen, nach vorne, Seil durchholen. Und dann eben spannen. Schnell. Ja, ich sag nur, das ist der einzige Knoten, den ich eigentlich immer zeige, weil mehr brauchst du nicht. Jetzt sage ich, okay, Tab spannen, Prusik-Schlaufe, Karabiner, einen Haken, hinschieben, Tab stramm. Ich mache gar nicht so viel Firlefanz, deswegen dieses Paarsteg und was weiß ich für Knoten, das behält sowieso keiner. Wenn ich meine beiden Bänder, die vom Prusik ja runterkommen, überhabe und ich das durch die Tabschlaufe gezogen habe, mache ich einfach eine Schleife. Geht auch. Ja, klar. Und dann kannst du es auch schön auf Spannung Kannst schieben. einen Stock Weil zwischenschieben. Schleife können sie auch alle. Ja, du kannst auch bei dem hier. Kann mir auch noch mal zeigen. Du nimmst den, machst halt deine Zugschlaufe, gehst hier durch und holst sie alles rüber. Dann habe ich gesagt, Spannung. Dann habe ich gesagt, Schlaufe machen. Und in diese Schlaufe kannst du jetzt auch einen Stock reinmachen und kannst ihn ranziehen. Ja, machst du deine Sicherung drin. Genau. Ziehst den Stock raus und öffnest das wieder. Kannst du auch alles machen. Also wie gesagt, das ist eine universelle Lösung, um seine Ridgeline auf eine vernünftige Spannung zu bekommen. Und das musst du, wie gesagt, so beherrschen, dass du es wirklich im Dunkeln auch hinbekommst. Und versuch mal nachts ran am Teich, um den Teich, durch den Teich, diesen ganzen Quatsch. Versuch das nachts mal zu machen. Ich bin gespannt, wer besser dasteht. Könntest du nochmal in Slow Motion? Damit ich die Kamera auch so reinziehen kann. So. Ach so, ich soll es nochmal zeigen. So ins Ding so raus Ja. und rein. Raus und rein, ran am Teich, rum, rüber, ruf auf den Teich. Pass auf. Du greifst von der Seite ran, jetzt drehst du die Hand und sagst, habe ich super gemacht. Jetzt gehst du hier rein und holst dir dieses Sandband, Seil und gehst damit nach vorne. Wie groß die Schleife ist hier,
wie groß der Knoten ist. Das ist unerheblich. Du kannst sagen, ich kann den Knoten auch länger machen. Spielt keine Rolle. Wichtig ist, das ist deine Spannschlaufe. So. Und jetzt ziehst du halt hier dran. Jetzt fährst du mit den beiden Fingern. Mhm. Hab ich. Wie eine Ente, ne? Die redet. Mack, 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 mack. Und da oben ist das Geräusch. Krass, ne? Hältst du hier den Knoten fest? Ja. Jetzt gehe ich hier unter durch und hole mir den hier. Und den ziehe ich ran. Ja. Und das ist es schon. Ja, sehr schön. Danke. Trucker Hitch Spannknoten. Wird nie gut erklärt, finde ich, weil das ist, glaube ich, ran, umdrehen, reingreifen, ist die einfachste Art. Das kannst du auch alles frei Schnauze machen. Ja, kannst du auch so machen. Aber nein, du brauchst einen Ablauf. Deswegen zeige ich es immer so. Lauf in einer Höhe rum, dass du schön gerade bist. Und dann gehst du mit dem Rücken zum Seil, greifst rein, drehst ihn, holst dir die Schlaufe durch und dann kannst du dir die Schlaufe holen. Okay? Okay. Und rückwärts, das Wichtigste ist immer, Schnur bleibt ganz. Das heißt, du rennst mit 30 Meter Paracord durch den Wald und du musst nichts ablenken. Das brauchst du nicht. Ich habe zwei Prusik-Schlaufen vorbereitet mit einem Karabiner. Ja, dann habe ich, wie gesagt, diese Gummispanner, dass du irgendwo durch Wind, dass du nicht gleich irgendwas auseinanderreißt am Tab. Wenn da richtig der Wind reingeht, dann federt das durch das Gummi nämlich nach. Wie gesagt, mehr braucht man nicht. Und nachts, diese Schlaufe, die findest du auch nachts. Und kannst einfach dein Band im Dunkeln einholen und sagen, aufwickeln, ran an den Rucksack, mitnehmen, fertig. Einfachste Prinzip. Deswegen Knotenkunde mache ich nicht, weil das behält sowieso keiner. Das sind alles Erfahrungswerte. Kannst gerne 8 verschiedene Knoten können. Versuch diese 8 Knoten in jemanden reinzuprügeln. Und verlangen das 2 Tage später ab. Genau. Wir schütteln alle mit dem Kopf. Alles schon erlebt. Die behalten das sowieso nicht. Eine Sache, die richtig sitzt, passt. Okay? Ja.